So, Salve und willkommen zurück. Anno 22, 05 heißt das Spiel. Also ich habe ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Ich glaube, ich habe auch gar nichts gemacht, außer das Spiel einfach weiterlaufen lassen. Bin jetzt bei 168.000. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Auch schon wieder ein paar Tage her. Naja, gut. Auf jeden Fall, wir haben erstmal ein bisschen Geld. Ich habe auch keine Mission gemacht, sondern tatsächlich einfach nur laufen lassen. So, wir brauchen immer noch Augenbots, die uns die Anzahl erhöhen. Aha, 4. Hm. Ungeil. Jetzt brauchen wir wieder Energie. Das hätten wir hier. Das geht aber nicht. Und Energie geht nur durch die Dings, ne? Was ist das hier? Achso, ne, das ist was anderes. Nur durch Minen. Mal gucken, ob wir noch Minen-Spot haben. Oh no, we don't have anyone. Wir haben keinen Minen-Spot mehr? Okay, jetzt sind wir am Arsch. Energiemangel. Echt? Boah, hör auf. Was verbraucht denn viel Energie? 80. Okay, es verbraucht gar nichts. Ah, strange Zahlen. Hier, 390. Okay, da müssen wir hier mal ein bisschen Energie einsparen. Wir haben ja... Nee, haben wir nicht. Ja. Nichts haben wir. Nichts! Ah, oh, hier so einen komischen Weg. Dann können wir hier aber noch Energie einsparen. Wie sieht das aus? Okay, hier, davon müssen wir noch einen zweiten bauen. Mindestens. Alter, 7500. Ja, aber wir brauchen auf jeden Fall die Energie. Ah, plus 5. Gib mal einer an. Machen wir sogar direkt mehr. Das freut mir. Dann können wir nämlich nochmal ganz kurz auf die Weltkarte gehen. Und die Route aktualisieren. Wir stellen es auf 15. So, zack, bestätigen. So. Parameter werden erneuert. Jawohl. Und jetzt haben wir hier keinen Mangel mehr an Augen. Also an Neuroimplantaten. So, wir sollen auch noch so eine Route erstellen für die Teile, die wir noch nicht produzieren. Das ist jetzt schon Wissenschaftler-Ebene. Was ist das hier eigentlich? Gaskraftwerk? Alter, 1000! Okay, die verbrauchen Molybdän und Aluminium. Okay, wir müssen mehr Aluminium machen. Das machen wir, glaube ich, hier hin. Ne, wo sind die? Andere Mine. Hier machen wir, glaube ich, Aluminium, ne? Jawohl. So, passt alles. Und wir machen jetzt 7 Aluminium. Und Molybdän mal 5. Gut. Gut, dann können wir so ein Ding bauen. Keine Ahnung. Setzen wir es einfach hier hin. Haben wir alles. Super. Die Produktion läuft? Gut. Metall wie dieses kann neben dem Bau der Startrampe und der Shuttles für viele andere Dinge verwendet werden. Ja, absolut. Hat's auch recht. Kann für viel anderes genutzt werden. Apropos vieles anderes. Naja, das ist kacke. Wir bauen noch ein paar Wohnhäuser. Ach, das passt nicht. Dammit. So. Okay, passt. Wir könnten allerdings auch noch ein so ein Teil bauen. Oh, wir haben keine Energie. Gut, dann müssen wir nochmal ein bisschen Energie einsparen. So, dann können wir nämlich hier auch nochmal einen weiteren setzen. Und dann könnten wir theoretisch auch noch ein paar mehr Wohnhäuser bauen. Wohin, weiß ich noch nicht. Hier am besten. Zack. Super. Ach, sehr schön. So, Firmenstufe freigeschaltet, Firmenstufe 9. Wettbewerbsvorsprung ausgebaut. Jo. Sehr schön. Ja, wie gesagt, hier könnte man theoretisch jetzt noch upgraden. Wir könnten upgraden die Ecke hier. Das braucht, glaube ich, keine Ressourcen. Doch, es braucht Ressourcen. Mann, das gibt's doch nicht. So, jetzt fehlen uns Fische, aber das können wir hier vorne noch bauen.
So. Dann haben wir alle versorgt. Wir haben noch ein paar mehr Wissenschaftler. Neue Gebäude, sehr schön. Wir brauchen jetzt... Neue Baupläne verfügbar. Fluranzien. Und Tiefseekorallen. Ich brauche das Ding unbedingt. So, Tiefseekorallen, denke ich mal, müssen wir ans Wasser bauen. Jo. Verbrauch, passt. Okay, das sieht geil aus. Warnung, unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Naja, Stimulanzien. I know. So, dann bauen wir hier mal ein bisschen um die Ecke. Dann haben wir erstmal das. Dann bräuchten wir... Wir brauchen unbedingt Energie. Ach, das gibt's doch nicht. Wie spare ich denn jetzt Energie am blödesten? Wenn ich ans Wasser kann ich das... Kann ich das nicht bauen? Okay, Methan kriege ich theoretisch auch erst ab... 1000. Alter, ich muss die Dinger upgraden. Also, die Hütten hier. Ich muss upgraden. Hier, dann machen wir die Reihe hier noch. Okay, passt perfekt. Kann ich helfen? Weiß ich nicht. Dann... Wie viel wohnen denn in so einem Ting? 20. Ergo brauchen wir 50 so eine Dinger. Wie waren wir denn? 2. Solange ich meine Frage. Ach ja. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 31, 32. Entschuldigung. Wir brauchen noch 18 Häuser. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ja, haben wir überhaupt nicht. Aber nicht ansatzweise. Kann aber fast nirgendwo mal welche bauen. So, wie fahren wir denn jetzt? 600 Pfirsich. Das Problem ist, ich kann die Sachen hier nicht abreißen. Also, das sowieso nicht, weil, ne? Credits, Arbeitskräfte. Ja, Arbeitskräfte könnten wir auch mal langsam... Naja, obwohl Arbeitskräfte haben wir. Ja, wir müssen Energie einsparen. Hilft nichts. 80. Ein bisschen Metallschaum. 30, das ist nichts. 35. Ich weiß gar nicht, warum das mehr... Achso, doch, weil ein mehr, eins mehr dranhängt. 40. Also hier könnten wir noch mal kurz eins erweitern. Dann haben wir immer noch 52 Energie. Jetzt haben wir aber gleich das Problem, dass wir Augendinger wieder brauchen. Und ich habe mich hier so schön zugebaut. Was soll man sagen? Dass das nicht mehr möglich ist. Also eine Augendings könnte ich noch bauen, hierhin. Müsste das... Wir öffnen die große... Das Haus aber weg. Also nicht weg, sondern woanders hin. Draußen ist es kalt, oder? Nein, ist es nicht. So, ein Augenbot kriegen wir noch hier. Die Welt wartet nicht darauf, dass du sie veränderst. Triff deine Wahl und bewirke etwas damit. So, jetzt dürfen wir das Problem haben, dass wir zu wenig davon haben. Molybdän. Produziere ich aber genug Augenbots. So, wir reißen das Mistvieh wieder ab. Ist super sinnlos, aber egal. Dann kann ich das nicht richtig ranbauen. Nee. Kann ich nicht. Weil Ornamente kann ich hier nicht setzen. Das sieht doch scheiße aus. Bauen wir es so. Ah.
Ja, wie gesagt, ich kann nicht genug upgraden. Also egal, wie ich mich jetzt verbiege, ich werde es nicht schaffen, die alle abzugraden. Na hier, drei Häuser kann ich nur upgraden. Was meinen Sie? Macht alles wenig Sinn gerade. Okay, die kann ich dann auf der Ebene platzieren. Könnte ich theoretisch hier nochmal ein paar Wohnhäuser bauen. Aber jetzt habe ich das Problem, dass wir... Ne, passt noch, okay. Oh, nein. So, mal kurz hier so einen kleinen Pissbogen bauen. Ah, jetzt habe ich 5 Häuser mehr. Reicht aber immer noch nicht ansatzweise. Mal ein bisschen anders. Einfach hübscher. So. Okay, das ist 1 zu weit. So, jetzt ist es mir symmetrisch. Ah, ich kann hier nirgendwo welche hin. Hier könnte ich sogar noch welche hinsetzen. Was soll man sagen? So. So, jetzt dürfte ich wieder Probleme haben. Genau, oh, jetzt fehlen 2 Fische. Also nicht Fische, sondern hier die Dinger. Jetzt fehlt einer? Was? Okay, jetzt passt es immerhin. Ja gut, ist egal. Jetzt fehlt auch Gemeinschaft. 50 Energie habe ich nicht. Oh, es ist so bitter. Wie teuer ist denn hier so eine neue Insel? 99.000? What? That's all? Okay, das ist aber billig. Auf meiner Hauptinsel zahle ich mich dumm und dämlich. Deshalb muss ich, glaube ich, 669.000 mittlerweile zahlen für eine neue Insel. Also für einen neuen Anlegeplatz. Gut. Neue Route bitte. Und zwar sollen wir ja... die Teile von da nach da verschiffen. 5 Dinger? Ja, passt. Ja, so ist es gut. Die Metalllieferungen kommen jetzt regelmäßig rein. Phase 3 ist in Reichweite. Aber es ist eine Mammutaufgabe, alle Teile ihres Raumfahrtprogramms zu koordinieren. Sie werden einige Verantwortlichkeiten abgeben müssen, ob sie wollen oder nicht. Ob sie wollen und nicht. Transferoptionen werden aktualisiert. Jawohl. Okay, was gut ist, wir machen richtig viel Asche. Sicherheitskontrollen sind in Ihrem Raumhafen äußerst wichtig. Erst recht, wenn man es mit Terroristen wie der Orbital Watch zu tun hat. Orbital Watch! So, beladen Sie irgendwas mit irgendwas. Wo ist denn mein Schiff? Im Gange. Ja, keine Ahnung, ob wir 50 haben? Nee, haben wir nicht. Superlegierung liefern Sie zum versunkenes Gebäude. So, hier seht ihr übrigens, wir müssen 600... What? 74.000? Also ich schwöre euch wirklich, es waren mal 600.000. Keine Ahnung, warum das jetzt so billig ist. Oh, ich kann auf die nächste Stufe. Sie hätten mich darüber in Kenntnis setzen sollen. So, werben Sie... Okay, Sicherheitsabteilung haben wir zufällig schon gebaut. Ich glaube sogar 2 schon, ne? Ja. Das passt doch. Ja, dann lassen wir das hier erstmal ein bisschen aufstocken. Ganz ehrlich. Komm mal her. Sind unterwegs. Kann ich hier wirklich eine neue Sache machen? In einem der Foren, die ich lese, ist mir was ins Auge gesprungen und ich dachte, das... Ganz ehrlich, Quatsch. Also wenn, dann kaufe ich mir gleich die Superinsel hier. Also wo ich halt richtig Platz habe. Und nicht hier wie so eine Mini-Insel. Also ist ja keine Insel, ist ja Festland hier. Biopolymere. Also wenn das wirklich nur so viel kostet... Alter, 74.000, komm, sorgen Sie dafür, dass alles, was auf dieser Insel geschieht, den Vorschriften entspricht. Ah ja, lawyer, Mädchen, lawyer. Weil dann... Ich würde halt gerne meine Produktion alle hier verändern.
Also nicht verändern, sondern verschieben. So. Gut. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht als erstes genommen habe. Hier hätte ich eine Monsterstadt bauen können. Aber nein. Der Kollege hat ja wieder Mist gebaut. So. Dann haben wir schon mal das alles verbunden. Gut. Wie gesagt, wir verschieben jetzt ein paar Sachen. Also produktionstechnisch. Würde ich sagen, wir machen das doch nochmal richtig. Kann ich da straight ahead bauen? Jo, sehr schön. Okay, dann verschieben wir unsere Produktion. Mit was fangen wir an? Ich würde sagen, mit dem billigsten, wa? Bioharz und Biopolymere. Okay, wir... Kann ich das einfach rüber verschieben? Ja, ne? Muss ja gehen. So, du bist Biopolymere. Und gehst bitte auf eine neue Insel. Das muss ich alles neu sortieren jetzt, aber ist kein Problem. Kriegen wir hin. Kostet mich auch zum Glück nicht viel. So. Check. Dann könnte ich hier sogar noch eine zweite Dings davon bauen. Und ihr macht... Oh, den Grund, die Grundressource davon. Oh, knallt jetzt einfach mal... Können wir daneben setzen, ist egal. So. Kann ich da eigentlich noch ein weiteres bauen? Nee. Und hier bin ich... Nee, doch, hier könnte ich sogar noch welche bauen. Okay, jetzt haben wir das Limit erreicht. So, bedeutet, wir machen 550 Biopolymere und das machen wir auch noch plus. Haben wir hiervon noch irgendwelche? Farmen? I guess not. Nee, nee, not at all. Okay. Haben wir. So. Da knallen wir auch noch einen Weg dazwischen. Passt. So, haben wir das schon mal verschoben. Haben wir ja mehr Platz auf unserer Hauptinsel. Wächst hier wirklich jetzt... Wachsen die ganzen Sachen nach? Das ist ja geil. So, hier wird tatsächlich nur Wohnraum geschaffen später. Also, später. Ne? Eigentlich sofort. Warum habe ich denn hier zwei Einzelne eigentlich noch? So, Water. Water könnten wir tatsächlich hier lassen. Ihr seid Algen. Ihr werdet auf jeden Fall verschoben. Kann ich eigentlich so Dings auch verschieben? Ja. Bop, 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 bom. Dann knallen wir das Ding einfach mal hier hin. So, Algen. Einfach nur, dass ich hier auf der Insel Wasser machen kann. Wasser, Wasser. Okay, Wasser können wir sogar noch erweitern. Da brauchen wir noch nicht mal einen neuen setzen. So, da ist nichts mehr. Da ist Energy, das können wir aber auch lassen. Und passt. Okay, Energie haben wir genug. Wasser haben wir genug. So, dann die Reisfelder. Die Reisfelder sind nicht gerade klein. Übrigens, die beiden können wir mal abreißen. Ach, ja, jetzt fangen wir an. Reisfelder verschieben. Knallen wir, würde ich sagen, hier in die Ecke. Muss ich leider auch umbauen ein bisschen. So, da könnte man nämlich da auch noch so eine... Hier, genau, wunderbar.
kann man sowas noch setzen. Ganz ehrlich, das kann ich ja hier auf die andere Seite setzen. Nö, kann ich nicht. Okay. Ach, da reißt er das ab. Das ist doch scheiße. Ich hab gedacht, dann wird es einfach nur nicht aktiv. Naja, gut. So, erste und dann die zweite Farm. Kommt auch gleich mit. Dumm, 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 dumm. Ja, in der Zwischenzeit warten wir, bis wir die 50 hier auch voll haben. So, du kommst dahin, du kommst dahin. Da lassen wir wieder einen dazwischen frei für den Weg. Damit wir uns das nicht zubauen. So. Oder wir setzen es da nicht hin. Okay. Ja, ist egal, passt. Gut, Reis auch verschoben. War, genau, dann haben wir hier alles frei. Dazu kommen wir gleich. So, aus Reis bleibt Reis. Reis ist Reis. Also Biokost ist ja kein Reis. Das kann bleiben. So, 42. Ein bisschen brauchen wir noch, aber wir können schon mal... Roger. Roger. Hier hinfahren. So, dann ziehen wir als nächstes um. Die Sachen hier, würde ich sagen. Die Minen. Wobei die Minen eigentlich auch bleiben könnten. Weil ich weiß nicht, ob ich hier... Ja, Minen können bleiben. Aber die Produktionsdinger ziehen um. Das sind ja Transportdinger. Und zwar... Ihr stellt her... Die Sachen. Wie stelle ich denn diese Nano-Dinger her? Indem ich die andere Mine benutze. Alles klar. Und daraus werden dann hier in der Produktion die Dinger. Oh Gott, ich muss da hinfahren. Fliegen. Ja, dann schieben wir das Ding hier einfach mal irgendwo hin. Kann man meinetwegen. Kann man hier hinsetzen. Oder kann man auch ganz an den Rand setzen. So, zack. Gut. Wie gesagt, die Minen können wir ruhig lassen. Die Transportdinger. Können wir mal ein Transportding, wir hatten ja hier unten zwei, glaube ich, nebeneinander. Können wir einen hier nach oben verschieben. Auf die andere Insel. Beispielsweise hier, da ist ja genau Platz dafür. So. Transport sieht gut aus, ja. Dann haben wir das freigeschaufelt. Wie gesagt, das bleibt. Das müssen wir noch umziehen. Was ist das hier eigentlich? Wasser, okay. Was speichern hier eigentlich? Arbeitskräfte. Brauchen die so viel? 70 Arbeitskräfte. Kostet mich das was? 200? Nö, kostet mich nichts. Naja, gut. Also brauche ich eigentlich nicht. Den Mist hier, aber okay. Komm, bleib mal hier. Weil die Dinger werden ja gleich umgesetzt. Gut, so, dann holen wir uns mal ganz kurz die 50 Superlegierung, hießen sie so? Ja. Und liefern die wohin? Da hinten hin. Dann haben wir Projekt 20.000 Meilen abgeschlossen. Auch noch in dieser Folge. I like it. Ich weiß nicht, ob wir dafür Geld kriegen. Also wir kriegen auf jeden Fall einen Iridium-Generator. Und Iridium ist das hier. Was man nicht produzieren kann. Aber jetzt sollten wir's. Scheint, man kann dir trauen. Na los, wirf ruhig einen Blick drauf. Sehr geil. Iridium 100%. 0 von 75. Verstehe ich nicht. Okay, der sammelt für mich Iridium. Passt schon. Hübsch der Reihe nach. Okay. Müssen wir erst Stufe 10 erreichen. Dann, meine Damen und Herren, würde ich sagen... Roger. Roger. Roger, Roger. Machen wir in der nächsten Folge den Umzug weiter.
Dann werden wir die beiden oder die Sachen hier noch umziehen lassen. Und das hier ist alles mit Algen und sowas, ne? Genau, das geht auch alles rüber. Und dann haben wir hier diese Insel tatsächlich fast nur zum Boden. Warum ist denn hier immer noch so ein Reisfeld? Verstehe ich nicht. Egal. Ja. Und dann gucken wir mal, wie wir weiterkommen. Also wir werden dann auf jeden Fall auch die Hauptmission weitermachen. Nämlich indem wir hier die ersten Manager einziehen lassen. Und ja, ne? Dann sage ich herzlichen Dank und bis zur nächsten Folge. Ciao und tschüss.